Letzte Info war, dass die Kräfte Süd EP Nord gesichert haben, also ganz anders wie das. Roger Blau, Laser. Folgendes zur Einweisung. Wir verlegen jetzt zu Overwatch flach. Machen dort in Periskop-Tiefe einen Halt. Versuchen eben aufzuklären. Dann werden die Positionen, die wir aufgeklärt haben, auf der Karte gekennzeichnet. Verlegen dann weiter zu Overwatch tief. Versuchen eben den Osten des Lagers aufzuklären, so weit wie möglich. Dann ist, was für Phase ist das? Ich muss da nachschauen. Das steht im Briefing unter Befehl Operation Fallmesser, haben wir eigentlich die ganze Auflistung drin. Und zwar Phase 1, aufteilen, annähern, ja, Phase 2, SEKM, genau, Phase 2, wir verlegen zu Verfügungsraum India, steigen vom Boot aus, legen zu Verfügungsraum India. Danach machen wir uns angriffsbereit und verlegen dann zu Verfügungsraum. Ich muss auf die Karte schauen. India, Juliet. Zuerst Juliet und dann India. Wobei wir wahrscheinlich nicht so weit in die Basis eindringen, da wir unentdeckt bleiben sollen. Wahrscheinlich werden wir das dann eben vor Ort sehen, ob wir über den Bier oder über irgendeinen Abwasserkanal einsickern. Ja, unsere Aufgabe ist es dann von ZB1 den Eingang zu sichern und dann, wenn Süd eingedrungen ist, eben die Sicherung Richtung Ost herzustellen. Erreichen gleich Overwatch-Position. Overwatch erreicht. Auf Zero-Tiefe. Moment, der Monitor siehst du ja. Schaust du durch die Optik? Also ich schaue durch die Optik. Ah, das kam bei mir. Ja, jetzt passt. Ja, die Optik und die Kamera, die ich hier drin habe, sind scheinbar zwei unterschiedliche. Will jemand für mich markieren? Es müsste der kleine Steg sein auf 056 966. Am Ende des Steges zwei Infanteristen jeweils mit einer Langwaffe.
Ja. Nachtsicht aus, dann siehst du sie nicht. Dann alle dort auftauchen. So, verstanden?
Marschreihenfolge, Dom wird zuerst schwimmen, ich werde den Schluss machen, Sparx versus Apex die 2 und Sparx die 3. Okay, bis zum Pier und dort erstmal einen runden Blick. Genau, wir bleiben noch untergetaucht, du tauchst alleine auf. Wenn du es überlebst, dann kommst du uns holen. Schön. Klasse. Also, auf mal absitzen. Ich setze mich im Arsch. Pier voraus. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Motorengeräusche. Ich höre nix. Soll ich hier auftauchen? Okay, ich gehe hoch. Okay, also die Einheiten sind noch aufgeschreckt, schauen auch Richtung Pier, haben allerdings kein Nachtsicht, soweit ich das gesehen habe. Ich habe kurz Funkkontakt mit den anderen Truppenteilen gehabt. Kannst du also direkt unter dem Pier anfunken, wie sie. So, verstanden. Wird mal kurz auftauchen. Sollen wir uns um das Schlauchboot kümmern? Noch nicht. Wir sollen die Position halten.
auf weitere Befehle war. Zurzeit noch nicht um das Schlauchboot. Das Schlauchboot, wir kümmern uns um das Schlauchboot, wenn die anderen vor Ort schon sind. Die kümmern sich gerade um die Sendeanlage. Der Helikopter wurde bereits sabotiert. Wir werden da im Schutz des Piers auftauchen und Sicherung aufbauen. Damit wir zu den anderen Einheiten Funkkontakt haben. So verstanden, dann warten wir ja. Im Wachturm bezogen, richtet Rundumsicherung einkommen. Die Einheit ist wieder in den normalen Modus, wollte ich sagen. Ist wieder nicht mehr nervös am Bier. Doch, jetzt wieder nervös. Hier am Licht nicht? Ja, da ist eine mit Raketen, mit AT. Ah ja, okay. Aber behaltet die im Auge, bleibt in Deckung, nehmt die Boller da oder die Bierpfeiler als Deckung. Apropos Bier. Funkturm wurde übrigens auch gerade, ne? Ja. SEKM für Nord 2, komm. SEKM hört. SEKM hier Nord 2, aufpassen, Sie haben in Verlängerung zum Pier Südosten 2 feindliche Kräfte im Wasser, komm. Hier SEKM verstanden, konnten die noch nicht aufklären. In Verlängerung des Piers im Osten. Ja, also direkt uns, direkt allerdings uns. In Verlängerung des Piers Südosten. Das heißt, bevor der abknickt zu Ihnen unter der Stelle, wo Sie sind, quasi genau in der Verlängerung weiter ist ein direkt Ost. Weitere dann an ja, habe ich gesehen. Einen habe ich bekämpft. Gut. So verstanden, konnten Sie gerade aufklären, mussten einen eliminieren, werden uns um den zweiten auch zu kümmern. Verletzte? So verstanden, Nord 2. Der hat nicht geschossen, der war am Schwimmen. Wahrscheinlich irgendwie... Der zweite auch noch da? Den habe ich nicht gesehen, ich habe nur einen gesehen, den habe ich erwischt. Ich würde mal unter Wasser gehen, da sieht man das vielleicht eher. Genau, ich würde mitkommen. Jo, das ist. Ja, wechsel ich schon, stimmt. Hört auf, hier unten, Verlängerung meiner Sichtachse liegt einer, ja. Ja, den anderen höre ich selbst unter Wasser. Das Problem ist, wenn wir hier auftauchen, können wir nicht wirken. Kommt dann zurück und behaltet die Richtung im Auge. Wenn er sich nähert, dann werden wir ihn eliminieren. Ja, sehe ich genauso. Hier ist SEKM, so verstanden, Halbzug Süd ist in Position, Halbzug Nord ist unterwegs, werden jetzt das Motorboot sabotieren. Komm rein. So richtig, Ende. Ihr habt mitgehört? Ja. Sparks, auf geht's. Bleibt aber unten an den Bug oder ans Boot ran und eben die Auswahl
und wieder zurück auf unsere Position. Wir werden dann einsickern. Ja, was hast du gerade noch gesagt? Was hast du gerade noch gesagt? Mir? Sparks, auf geht's. Achso. Rot, ja. Blau, Lagemelder. Ah, jetzt muss ich die andere Visier. Ungefähr 30 Sierra, dann stürmen wir schon. Bei der links. Wer ist da? Ab. Den, oder? Ich bleib dann unter Wasser. Finster wie ein Bärenarsch. Hab sich Kontakt. Hochschädigt. Hier vorne habe ich die Option. Du brauchst gar keine Sprengladung legen, du musst per Mausradmenü. Die Sprengladung kann man dann nachher trotzdem noch zünden. Oh ja. Wie sind wir da? Hat er gehustet. Okay, wir bewegen uns jetzt Richtung Einsickerungspunkt. Bleiben aber in unserer Alamo-Stellung da. Jo. Marschreihenfolge, Dampf voraus, wieder wie gehabt. Jo. Also wir bleiben über Wasser? Wir tauchen so lange wie möglich. Okay, wollte ich gerade sagen. Und dann eben. Aber wir bleiben noch im Abflussrohr, wenn es möglich ist. Gut. Schwimmen, oder?
das Wasser wird flach. Nur noch verschlagen, wir gehen in Reihe auf. Ausführen. Okay, dann langsam raus. Alle dran. Ja, ja, alle drinnen. Wie schaut's aus im Vorfeld? Rote Blau, geben Sie sich in Position nahe Sprengladung, bereits im Assault. Kommen. Ist dicht bewachsen, kommen. Sicht. Okay. Ja, also positiv, wir brauchen noch eine Minute. Komm. Ist eigentlich nicht praktikabel, würde ich absetzen, ja. Verstanden, Ende. Warte, was hast du gesagt? SK, in Nord, kommen. Moment. SK hört. Frage, Lage, kommen. SK ist zurzeit in Position, was ist das? Möglicher Einsickerungspunkt. Möglicher Einsickerungspunkt, haben aber hier keine Sicht auf ZB1, geschweige denn ins Lager, müssen unsere Position etwas verlagern. Kommen. Also verstanden, Frage, haben Sie Einsicht zu VfR India? Wäre VfR India besser geeignet? Kommen. Negativ. Negativ, da wir dort keine Deckung auf die Infanteristen im Ampir und im Hafengebiet haben. Kommen. Hast du Sicht? Also verstanden, bleiben Sie dann gedeckt. Ich denke mal, Sie sind an diesem kleinen Berghang, bleiben Sie dort gedeckt. Sobald dann gleich Angriff ausgelöst wird, werden Sie Eingang per Handgranate klären müssen. Kommen. Hier ist geheim. Verstanden. Warten auf den Angriff und klären dann per Handgranate. Kommen. So, richtig. Ende. Gut, wir kriechen da raus ein Stück, fächern uns Roger auf. Roger, Fragebereitschaft. Wählt die Handgranaten auf. Neue Rot, Mauerdurchbruch gefunden, Mauerdurchbruch genommen, nahe EP Nord, bereit zum Assault, kommt. Über den Hügel. Verstanden. Richtung West, oder? Haben Sie Sprengung trotzdem gelegt, kommen. Warum hast du Sicht auf die Lichtquelle? Ich hab meinen Funk bisschen. Negativ, Sprengladung noch einmal, kommt. Straßenlaterne. Bewegen Sie sich langsam vor zu BP Solo, falls das möglich, ansonsten vorher Position halten. Machen Sie sich bereit, um da kaum zu machen. Ja, so verstanden, wir versuchen so weit weg, BP Solo vorzudringen, kommen. Ja, dann kriecht, bleibt unten, bleibt tief. So, hier 1 zu Ihrer Information, Zeitziele bei ZB1 im Visier, bereit für den ersten Schuss, Ende. Könnt es probieren, also die Möglichkeit ist da. Kannst du ein Stück weiter rauskommen? Sicher? Angriff ist ausgelöst. Halbzug Süd sickert nun ein. Macht einfach Alarm ist ausgelöst, die Lampe ausschalten. Wenn der Alarm ausgelöst ist, sollten wir eine Handgranate Richtung Eingang werfen. Wiederhole, haben zwei Ziele im Hof bei ZP1 im Visier. Okay, raus. Bereit für den ersten Schuss, kommen. Ja. Aber unten bleiben und Handgranate ausgelöst. So verstanden, sobald Explosion im Ziel sichtbar durch Handgranate SEK ist Feuer ausgelöst. So verstanden, 1 Ende. Ich bleib hier unten. Check. Geht nicht zu hoch, nicht zu weit hoch. Von hier werfen?
von hier werfen, bleibt in sicherer Deckung. Okay, Granate bereit. Granate bereit, welche Richtung war das dann? Genau, genau Nord. Genau Nord. Tom, Granate bereit. 10 Grad circa. 10, Nord bis 10 Grad, 0 bis 10 Grad. Check. Tom bereit. Warte. Nord High, Nord 1, hier ist SKM. Kommen. Bereit. Alles klar, dann Wurf in 3, 2, 1, raus. 1 hört. Granate fliegt. Aus. SK, ich hab Ausschuss. Granaten sind raus, kommen. Verstanden, Granaten. Auf jeden Fall was getroffen. Ja. Rote, blau, Feuer ist frei, eindringen. Ich halte die Lampe aus. Ja, ich versuch's auch gerade. 1, 2, ebenfalls voll frei. Ha! Oh yeah! Information an alle, Achtung, Feind aus Richtung Nord, tritt nach dem Radi ein, Feind aus Richtung Nord. Feind aus Richtung Nord, also die gehört ja mit. Feindkontakt! Okay. Lade nach, Feindkontakt, direkt am Eingang. Muss laden. Fuck, hier. Mit dem leeren Magazin liege ich da. Lade. Ja, lade nach. Ja, bereit. Da ist irgendeiner im Gebäude, da ist Mündungsfeuer im Gebäude, direkt im Zielgebiet ZB1. Okay. Oh, da schießt ein großer Kaliber. So. Würde ich auch sagen. Ja, es kam auf jeden Fall links von uns. Rot, Meldung, kommen. 50 von ZB1 entfernt, hatten noch kurzes Feuergefecht mit dem Feind, Schuss. Konnten den aus der Stellung werfen, sind jetzt in 20 Sierra am Eingang kommen. Verstanden. Rot, hier ist SKM, kommen. Hört sie kommen. SKM liegt 30 Meter südlich des Einganges, genau gegenüber. Kommen. Ja, so verstanden, Laser, er kann kommen. Nee, das war nicht unser Laser. Das war nicht unser Laser. Mach an. Ich lasere jetzt. Kommen. Ja, so verstanden, Laser erkannt, haben jetzt die Ecke des Compounds erreicht, bereit zum Einbrechen. Kommen. So verstanden, haben euch im Blick, kommen. Alles klar, dann Break, Blau für Rot, Frage, Entry freigegeben, komm. Entry ist frei, eigene Wissensstand. Gut. So verstanden, wir gehen los. Ich habe mitgehört, die planen die für den nächsten Zugriff durch. Wir haben Sicherung Richtung Ost. Wenn die eingesickert sind, werden wir auch an den Zaun und okay, eigene Einheiten in Sicht. Die Straße sichern. Gut, die sind eingedrungen. Ja, eigene in Sicht. Süße. Rechts hinter uns, Kalaschnikow. SKM für Rot kommt. SKM hört. Na, Frage, sind Sie im ZP1 auf Gegner gestoßen? Kommt. Kann ich nicht beantworten, nur deine nicht. SKM eingedrungen, wir sind noch draußen vor Ort, aber... Ja, wir sind einmal ringsrum, Außenring, war nix.
Ja, so verstanden. Eigene Teile sind jetzt bei mir vor Ort, haben uns am Eingang gesammelt. Frage, blau, können wir einsickern, komm. Alles klar, komm, geht ihr mit uns? Ja, willst du den Trupp jetzt trennen, ja, oder soll Wiesel auch mitkommen? Naja, Wiesel sichert ja jetzt gerade, oder? Irgendeiner muss ja die Straße nehmen, nicht, dass wir dann rauskommen und... Ja, ist klar, dann kommen wir mit. Oder? Alles ja, klar. Dann Rot geht vor. Ich hab für euch hier die Rücksicherung. Ein Mann ausgeschaltet. Vorsicht, ne? Im Gebäude. Alles klar. Rot rechts. Ich sichere links. Tom, ihr könnt über links. Ja, yep. Okay. Alles klar. Kreuzen. Bereit. Jo. Zugriff. Rechtstreppe. Hier rechts noch ein Knick, den ich angehe. Rot, blau. Ach, rot, SEK, hier blau. Wir haben weitere Fahrt Richtung Nord, binden diesen. Dran. Hier, SEK, verstanden. Ja. Tür offen. Sauber. Rechts Tür. Zwei Mann, ja. Komm. Wir sichern erstmal hier den Eingang. Öffne. Hier hoch oder unten? Dringe ein. Da ist hier. Raum sauber. Versorgen und entwaffnen. Wir nehmen das Treppen. Jawohl, bereit. Zugriff. Gute Schwer. Sauber. Ja, dann versorg dich. Wir haben eigene hier noch mit drin. Sicher bitte nach oben ab. Links offen. Da ab zu denen. Jawohl. Flagge rot, wie Sie schon gesehen haben. Zielperson. Tür offen. Im Gepäck. Sicher noch den Rest des Gebäudes. Ja, melden uns bei Ihnen, kommen. Tür. Sauber. Jetzt wiederholen Sie das Gepäck und weiter. Jetzt schon gehört. Sichern den Rest des Zielgebäudes und melden uns dann bei Ihnen, kommen. Tür auf Balkon, Raum sauber. Rot, hier blau, wir verlassen Stellung, Bewegungsvor Richtung Evakuierungszone. Evakuierungsauslösegerät ist bereits gesichtet. Komm. Raum sauber. Ja, so verstanden, wir nehmen die Zielperson dann mit. Ich denke, es wird noch 20 Sekunden dauern, bis das, okay, das Gebäude vollends gesichert wurde durch SEKM. Frage, was mit den Südkräften? Gehen wir da zusammen vor zu X-Ray, komm. Ihr blaue Südgriffe haben wir momentan Auftrag, EP Nord zu sichern. Sie werden dann bei da an der Stelle auf Sie warten, dann gemeinsames Vorgehen über zwischen C3 zur Evakuierungszone. Kann man? Letztes Wiederholen, standen gerade im Feuerkampf. Südteile an EP Nord, gemeinsames Vorgehen über zwischen C3 nach EP Nord. Ach, nach Exfil. Kann man? Ja, so verstanden. Ich schließe mich dann mit SEKM kurz. Ja, ich sicher. Kommt her, Jungs. Nord, hier, SEK, kommen. Auslösegerät, die erst auslösen. Hier oder unten? Zieht besonders. Hier, Spaß ab. Hast du den Feind bekämpft, Tom? Ja, ist bekämpft. Apex musste natürlich gleich reintoschen. Ja. Ist alles sicher jetzt im Gebäude? Ja, sind alles gesichert. Im letzten Zimmer, ne? SEKM. Ja, wo sonst? An alle Feindkontakte Richtung Osten. Für links, Raum sauber. Hier rein. ZB1, Jungs, Richtung Ost. Dann war hier nichts mehr. Ja, der ist gleich wieder fit, der Apex. Wir haben da gerade einen halben Trupp da an der Straße stehen, also seht ein bisschen. Feindliche Infanteriegruppe. Alles klar, läuft. Okay, weg hier. Okay, wir sind unterwegs. Wo ist er denn eigentlich? Jetzt vorne am Eingang. Alles klar. Rote-Blau, Achtung, wir haben Feind im Westen, gegenüber Osten der Insel, der bewegt sich momentan Richtung Stadt. Feind ist von uns momentan so weit gebunden, dass er sich nicht wirklich weiter bewegt. Sie können weiter vor. Okay, ihr
seid, glaube ich, zwei Leute mehr. Wollt ihr Geleitschutz geben, dann kümmern wir uns um die Zielperson. Alles klar, wir geben Geleitschutz. Jawohl. Weimann, okay, ja, wir gehen vor eigentlich. Cool. Einfache Wahl. Operation Fleischschild, also das. Ich bin dran, Sparks. Ich bitte. Schellermarsch? Nein, ja. Die Zielperson können wir ja nicht so schnell abführen. Rote Blau, Lage. Bewegen uns jetzt mit SCKM zusammen aus dem Compound raus, Richtung Ost, dann Richtung EP Nord und bewegen uns dann zu X-Raycom. Verstanden, Ende. Okay. Ja, muss mir mal die Masche schon ein Stück weit ansagen. Ich sehe es nicht so richtig. Also ich habe es auch nicht eingezeichnet. Richtung, ja, Richtung Nord. Ich kann dir nicht sagen, ob da ein Durchbruch im Zaun ist. Dann machen wir uns ein. 20 westlich von EP Nord ist ein Durchbruch, den haben wir genommen. Hat wer das Brot vermint? Ja. Ich spreng jetzt mal, wenn du noch Kontakt hast. Aber wird schon zu weit sein, schätze ich. Ich konnte noch draufklicken. Ja, hab nichts gehört. LKW voraus. Munitionskiste oder was das sein soll. Aber wir haben alles. Okay, wir machen Nachhut. Sollte dann passen. Ich springe zum LKW. Wisst ihr, wo wir hier rauskommen? 20 neben EP Nord. Westlich von EP Nord, genau. Also Richtung Nordwest jetzt. Okay, Richtung Nordwest. Check. Komm, hast du ja mitgehört. Und los. Jo. Was ist ein Laser ist das? Scharfschützenteam. Okay. Links am Gebäude vorbei oder am Zaun oder? Ihr könnt hier links direkt dann vorbei, wir hatten das Gebäude vorhin schon genommen. Okay. Letzter Feind von Kontakt war allerdings westlich vom Gebäude, also aufpassen, vielleicht liegt da noch eine. Oh. Ja, gut. Recht sauber. Kreuze. Rot, Blau, Hage. Aktuelle Position zwischen BB Solo und EP Nord suchen den Mauerdurchbruch. Kommen. Laser direkt voraus. Letzte Info war, dass die Kräfte Süd EP Nord gesichert haben, also kann sein, dass die... Rote Blau, Laser. Okay. Verletzte. Verliert die Verbindung.
Oh, hi. Ja, ich übernehme die Geisel. Ja, warte mal. Von allen Leuten, die es treffen. User in your channel timed out. Voll. Warte, ich krieg den. Ja, ich hoffe, dass die Zielbusse nicht gekickt wird. 20 Grad. Ja, warte mal. User entered your channel. Auf dem Bügel. Positiv sehe ich. Da ist er noch vorne. Vor uns war noch eine Gruppe. Ich weiß nicht, voll, was das eigene Teile waren. Das sind eigene. Voll, nimmst gut. Du. Lassen wir los. Sense, das da hinten auf dem Bügel sind aber nicht eigene. Die rennen jetzt gerade auf den Feind zu. Wo auf dem Hügel? Bitte? 15 Grad, oben auf dem Hügel. Haben sie schon erkannt, haben sie mit Laser markiert. Und los, okay. Hinterher, hopp, hopp. Weiter geht's. Ah, die Zielperson ist User in your channel timed out. Ja. Wiesel, geht ihr vor? Ja. Ich bin nur noch 1 plus 1. 1 plus 1,5. Ja. Nord, hier SKM, kommen. SKM, passiert gerade ZZ3. Kommen. Verstanden, wir haben Sicht. Alle. Wo müssen wir hin? Richtung Gott. User joined your channel. Verstanden, bitte. Hallo. Wiesel? Warte mal.